Auf dem Gelände der EAWAG in Dübendorf steht seit Ende 2015 eine Anlage mit Versuchsteichen für Freilandversuche zur Verfügung. In den 36 Teichen können Forschende Versuche unter natürlichen, aber kontrollierten Bedingungen durchführen. Christoph Walcher von der Abteilung Aquatische Ökologie der EAWAG ist als abteilungsübergreifender Pondmanager verantwortlich für die Anlage, die ungefähr die Fläche eines halben Fußballfeldes hat. Im Labor habe ich sehr kontrollierte Bedingungen. Das heißt, ich kann den Einfluss eines Parameters, sei das zum Beispiel Nährstoffgehalt auf das Algenwachstum, sehr gezielt untersuchen, indem dass ich weitere Parameter wie zum Beispiel Licht oder Temperatur konstant halte. Jetzt ist es so, dass ich solche Laborergebnisse nicht immer eins zu eins auf die Außenwelt übertragen kann, weil unsere Welt sehr viel komplexer ist. Mit solchen Versuchsteichanlagen, wir nennen das auch Mesokosmen, habe ich die Möglichkeit, Experimente in einem semi-kontrollierten Umfeld durchzuführen. Somit stellen solche Mesokosmen ein wichtiges Bindeglied zwischen Labor und Feldversuchen dar. In meinen Augen ist die Stärke der Anlage oder liegt die Stärke der Anlage in der Kombination der Anzahl an Teichen und der Größe der einzelnen Teiche. Die meisten Mesokosmenanlagen, die es gibt, die haben entweder viele kleine Teiche oder wenig große. Wir haben hier 36 Teiche. Das ermöglicht uns, eine hohe Anzahl an Replikaten durchzuführen. Jeder einzelne Teich ist ungefähr 4 auf 4 Meter groß und fasst ein Volumen von 15 Kubikmeter. Zudem sind die Teiche in einer Flach- und einer Tiefwasserzone unterteilt, was uns auch die Untersuchung verschiedener Lebensräume ermöglicht. Wir haben weiterhin eine ideale Infrastruktur in der Anlage. Das heißt, jeder Teich ist mit einem Stromanschluss versorgt und zudem ist die Anlage auch noch im WLAN-Netz des Instituts abgedeckt. Ich kann auch meine Sonden zum Beispiel online gleich ansteuern. Ein weiterer Vorteil ist sicherlich, dass wir gleich nebenan die Nabelstation haben. Das heißt, es ist eine der Stationen des nationalen Beobachtungsnetzes für Fremdstoffe, dessen Wetterdaten wir auch nutzen können. Nicht zuletzt würde ich auch sagen, dass die Nähe der Anlage zum Institut ein großer Vorteil ist. Unsere Labore sind nur wenige Schritte von der Versuchsteichanlage entfernt. Ich kann also direkt nach meiner Probe mit der Probe ins Labor laufen und die weiterverarbeiten. Als Pondmanager bin ich zunächst für den operativen Betrieb der Anlage zuständig. Ich pflege und unterhalte die Infrastruktur. Ich verstehe aber mich auch als Dienstleister für die Wissenschaft. Das heißt, ich unterstütze die Wissenschaft in der Planungs-, Vorbereitung- und Umsetzungsphase eines Experiments. Seit Inbetriebnahme der Anlage sind bereits eine ganze Reihe von Versuchen in den Teichen durchgeführt worden. Sowohl von Forschenden der EAWAG als auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern anderer Forschungseinrichtungen. So läuft aktuell ein Versuch, an dem neben der EAWAG die Uni Münster und die Uni Basel beteiligt sind. Die Versuche in den Teichen drehen sich um die Frage, wie sich Lebensgemeinschaften in Gewässern durch den Einfluss von Umweltfaktoren verändern, wie etwa die Änderung des Nährstoffgehalts oder durch die Wechselwirkung zwischen verschiedenen Organismen an der Schnittstelle von Wasser und Land. Beim aktuellen Versuch wird der Einfluss eines sowohl an Land als auch auf Gewässern lebenden Pflanzenfressers, nämlich der Seerosenblattlaus, auf die Entwicklung der Lebensgemeinschaft im Gewässer untersucht. Die Blattläuse befallen die auf den Teichen wachsenden Wasserlinsen. Dadurch erhalten ihre Konkurrenten, die Algen, mehr Licht und Nährstoffe. Die Forschenden untersuchen, welche Auswirkungen das auf die Wasserflöhe hat, die sich von den Algen ernähren. Insbesondere wollen sie prüfen, ob es Änderungen in ihren genetischen Ausprägungen gibt und somit die Blattläuse indirekt Einfluss auf die Evolution der Wasserflöhe haben. In dem aktuell laufenden Experiment, bei dem Kollegen von der Uni Münster und Uni Basel federführend sind, habe ich Ihnen zunächst mal gezeigt, was die Anlage alles kann und welche Geräte oder Sonden Sie auch nutzen können, die wir hier zur Verfügung haben, um Ihre Frage zu beantworten. Selbstverständlich unterstütze ich die Wissenschaft aber auch im fortlaufenden Betrieb des Experiments, sei das bei der Probenahme oder jetzt zum Beispiel auch im konkreten Fall, da unsere Kollegen ja in Münster oder in Basel sitzen, bin ich sozusagen der verlängerte Arm vor Ort und halte auch ein Auge auf das Experiment. Das heißt, ich mache täglich auch meine Kontrollgänge und gucke nach dem Rechten.
Aber die Forschenden können die Teichanlage nicht nur für Versuche nutzen, sondern auch für die Vorbereitung von Feldversuchen. Ich werde immer wieder von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern angesprochen, ob sie ihre Feldgeräte vor dem Feldeinsatz auf Funktionsfähigkeit testen können. Das können sie selbstverständlich. Der Vorteil unserer Anlage liegt darin, dass wir zum einen große Teiche haben, wo die meisten Feldgeräte auch den Platz haben, und dass unsere Anlage umzäunt ist. Das heißt, ich kann mein Gerät auch mehrere Tage laufen lassen, ohne Angst haben zu müssen, dass es abhanden kommt. Weitere Informationen zur Versuchsteichanlage der EAWAG finden Sie auf unserer Website unter www.eawag.ch/versuchsteiche.